Was gab man aus die Fighter? Und heute haben wir endlich mal wieder ein bisschen News bekommen bezüglich des 6-jährigen Jubiläums. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Und zwar gab es diese Breaking News quasi aus diesem Video. Das ist ein News-Video, Weekly Dragonborn News. Ich habe schon mitbekommen gehabt, dass am Mittwoch ein Video erscheinen sollte bezüglich des Jubiläums. Also in JP ist schon demnächst Mittwoch, deswegen kam das wahrscheinlich online. Wir bekommen, beziehungsweise, lass mich so anfangen, das Jubiläum selbst, Freunde, auf JP fängt am 29. Januar ab 7 Uhr morgens an. Okay, da bekommen wir die Informationen, was wir erwarten im Jubiläum selbst. Die Charaktere sollte noch nicht am 29. Januar erscheinen, denn am 30. Januar, Freunde, wird es einen Livestream geben, ein Dokkan-Now-Video sollte das diesbezüglich auch sein, welches um 5 Uhr morgens ausgestrahlt wird unserer Zeit. Ich werde mich darum bemühen, dass ich dann die News aus dem Video für euch Samstag früh spätestens 10 Uhr online stelle auf dem Kanal hier. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Und in diesem Livestream am Samstag werden die neuen Charaktere vorgestellt. Da bin ich sehr drauf gespannt, Freunde. Wenn ich es rechtzeitig schaffe, werde ich noch die Tage ein Prediction-Video raushauen, was ich mir denken könnte, welche neuen Charaktere zum Jubiläum kommen könnten. Lange Rede, kurz Sinn, schauen wir jetzt mal die Breaking News aus diesem Video hier an. Und zwar Shoutout an Erdokan, er hat das schön zusammengefasst auf Twitter, Link ist in der Beschreibung. Freunde, das ist das Artwork von dem 6-jährigen Free-to-Play Ultra Instinct Goku. Ja, das ist der Ultra Instinct Goku, den wir Free-to-Play durch den Login-Boni bekommen werden, sowohl als auch über Missionen so viele, dass wir ihn Free-to-Play auf SE10 bringen können und auf 100%. Freunde, gebt euch mal das Artwork, das sieht genial aus. Was? Wenn der schon so ein geiles Artwork hat, was wird der LF für ein Artwork haben, Leute? Was werden die Charaktere drauf haben? Ich bin sehr drauf gespannt. Spätestens Samstag wissen wir es. Dann, was wir noch wissen, ist folgendes. Schaut auch an San Lemo. Und zwar bekommen wir ein 6th Anniversary Super Thanks Ticket. Okay, wir wissen noch nicht, was wir mit diesem Ticket machen können. Aber was wir wissen ist, dass wir es zum einen durch die Mission und Login-Boni bekommen. Und man kann es ab Mitte Februar benutzen. Freunde, schaut euch mal das Ticket an. Ich will jetzt niemanden falsche Hoffnung machen, okay? Das ist jetzt nur eine Annahme von mir, Spekulation oder gar ein Wunschdenken. Schaut euch mal dieses Ticket an. Dieses Ticket, 6th Anniversary Super Thanks Ticket, hat so einen Rainbow-Effekt. Wenn die mir damit sagen wollen, dass ich mit diesem Ticket mir ein LR aus dem Barbershop holen kann oder ja, ein LR-Single raushauen kann oder was auch immer, her damit. Leute, ich meine, nach 6 Jahren kann man das mal raushauen, ne? So ein LR nach deiner Wahl einfach free raushauen und den durch den Barbershop annehmen. Ist halt die Frage, welche LR, falls es überhaupt so ist, wir wissen es nicht, Freunde, ist nur eine Spekulation, Wunschdenken, falls es so ist, aber nehmen wir mal an, es ist so, dann ist die Frage, welche LR kann man sich aussuchen, das ist auch die andere Frage. Andere Sache, wo ich hier anknüpfen möchte, ist, was ich mir jetzt wünsche auch, ist auch ein Wunschdenken, ey, wann werden die ersten Summonable LR mal ihr EA bekommen? Ich hoffe jetzt zum 6-jährigen Jubiläum, das ist ja goldrichtig. Überleg mal, die geben den ersten Summonable LR ein EZA und einen von den ersten kannst du dann aussuchen quasi. Klar, die meisten werden vielleicht einige davon auf 100% haben, andere nicht, ist immer so eine Sache. Ob so oder so, Leute, wenn die mir damit sagen wollen, um es abzuschließen, dass wir uns damit ein Free LR holen können, Daumen hoch, aber wie gesagt, ich will euch keine falschen Hoffnungen machen. Ich weiß nicht oder wir wissen aktuell nicht, was wir mit diesem Super Thanks Ticket machen können. Login Boni, 6th Anniversary Login Boni, Freunde, ganz klassisch wie immer. Wir haben hier zum einen Tickets. Wir bekommen auch hier, seht ihr, das ist das Super Thanks Ticket tatsächlich. Super Thanks Ticket. Ich bin echt drauf gespannt. Also, ab und zu gibt es ja auch auf JP Real-Life-Verlosungen, dass du dann in-game so Tickets einlösen kannst und dann eine Chance hast, an Real-Life-Verlosungen teilzunehmen. Zum Beispiel für Figuren. Guck mal, hier sind mehrere. Okay, man wird wahrscheinlich mehrere bekommen. Ja, okay, ich will mal. Ey, Leute, ich will euch echt keine falschen Hoffnungen machen mit dem LR, gratis LR, ne? Also, please. Okay, wenn ich jetzt sehe, dass man mehrere bekommt und seinen Fort, dann ist halt die Frage. Klar, es kann auch sein, dass man zum Beispiel eine Anzahl braucht, um dann quasi ein Single raushauen zu können oder ein Multi oder einen auszusuchen. Zum Beispiel, du brauchst 5 Stück von denen und erst dann kannst du ein LR holen und die Tickets werden dann durch, über den Zeitraum des Jubiläums verteilt. Das könnte auch sein. Ach komm, wir spekulieren mal nicht weiter drum, ich will niemanden falsche Hoffnung machen, wir lassen einfach mal dabei, aber so ein super Thanks-Ticket kommt auf jeden Fall. Ja, normales Ticket bekommen wir, 6-jähriges Ticket bekommen wir auch aktuell über einen Countdown. Wir bekommen Sleeping Kai Coins, Stamina Items, Stones und so fort. Zum allerersten Login, Leute, wird es 30 Stones geben direkt. Ansonsten bekommen wir einen Red Dragon Stone, sollten wir auch zum allerersten Login bekommen. Wie gesagt, am 29. ab 7 Uhr morgens sollte das der Fall sein.
ja, 13. Red Dragonstone werden wir uns eintauschen können im Barbershop gegen gewisse Charaktere. Leute, 66 Charaktertickets. So, das, wir haben einige Tickets jetzt besprochen, aber ja, aber das werden die wichtigsten Tickets sein, Leute. Diese Tickets, okay, davon werden 66 verteilt, über das ganze Jubiläum hinweg. Das heißt so, 3. Februarwoche, Ende Februar, sollten wir alle 66 haben können. Diese werden durch Missionen verteilt, okay? Wenn wir alle 66 haben, können wir einen Multisummon raushauen. In diesem Multisummon ziehen wir 66 Charaktere und der letzte Charakter, der 66. wird garantiert ein LR sein. Ähnlich wie im 5-jährigen Jubiläum mit den 55 Tickets, okay? Aber jetzt mit 66 Tickets und 66 Charakteren. Ihr werdet wahrscheinlich in den meisten News-Videos oder an sich von mir, in den meisten Dokkan-Videos von mir oft hören, dass ich das wiederhole, okay? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass einige fast täglich fragen werden, ey, ich habe nur so und so viele Tickets, wo bekomme ich die restlichen? Ihr müsst euch gedulden, Leute. Das wird über das Jubiläum hinweg verteilt. Also bis nach Mitte Februar habt ihr erst alle 66, wenn nicht eher Ende Februar, wie gesagt. Aber damit ihr schon mal gehört habt, Freunde, das werden mitunter die wichtigsten Tickets sein, die ihr einsammeln müsst, definitiv über das Jubiläum hin selbst. Wenn wir natürlich die Infos bekommen zu den jeweiligen Parts des Jubiläums oder wenn es jetzt am 29. losgeht, werde ich das natürlich im Das müsst ihr tun Video explizit detailliert für euch nochmal als Video raushauen. Wir bekommen dann ein Ticketbanner, das ist das normale Ticketbanner, das 6th Anniversary Tickets haben. Dort werden, wie gesagt, oder aktuell werden ja auch im Countdown-Login-Boni die Tickets dazu verteilt. Ist ein Free-Ticket-Banner, vorne, nehme ich an. Hier sind auch nicht Dokkan-Fest LR. Ist halt die Frage, welche nicht Featured LR da drin sind, wissen wir noch nicht. Wenn das Banner online kommt, wissen wir es und dann werde ich es euch auf jeden Fall auch sagen oder erwähnen. Aber die Featured-Charaktere, was wir wissen, sind folgende hier. Wir haben Vardos, Whis und Topoman. Drei geile Charaktere. In dem Free-Ticket-Banner nehme ich auf jeden Fall an. Die Tickets sollten auch oft verteilt werden durch Login-Boni, durch Mission. Ich mache mal Krillin und Dispo nehme ich auch an. Warum nicht? Und dann haben wir noch 6 Jahrescoins. Ganz klassisch, Leute. Die können wir im Barbershop dann gegen gewisse Sachen eintauschen, gegen gewisse Items und so fort. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Jetzt! 66 Charakter-Tickets haben. Wenn wir diese 66 Tickets dann haben, im Zeitraum des Jubiläums, wenn wir alle dann haben, dann können wir hier, wie gesagt, diesen einen Multi raushauen und ein LR ist garantiert, das ist der letzte 66 Charakter. Darüber hinaus, die Slots zuvor könnt ihr auch LR ziehen, so ist nicht, aber der letzte ist garantiert. Und jetzt ist die Frage, Freunde, auf dem Bild hier oder auf dem News-Bild sollte das sein, wird dann, oder ist LR Uisain Goku abgebildet, okay? Worauf will ich hinaus? Es könnte sein, dass all die Nicht-Dokkan-Fest-LR in diesem Banner enthalten werden, bis zum Release von LR Uisain Goku auf JP. Das wäre bis Juni, 22. Juni, glaube ich, so um den Dreh herum. Das würde zum Beispiel LR Tals nicht involvieren, LR Super Saiyan Saigon und so fort auch nicht. Also die nach LR Uisain Goku rausgekommen sind. Das könnte der Fall sein, oder die haben einfach nur LR Uisain Goku auf das Bild hier genommen, weil LR Uisain Goku ein begehrter LR ist und ich meine von der Thematik auch quasi wie im Turn of Power sind. Und das könnte halt nur auch diesbezüglich der Fall sein. Worauf will ich hinaus? Denn letztes Jahr war es so, Freunde, in diesem 55-Ticket-Banner waren alle nicht Dokkan-Fest LR enthalten bis zum vorletzten LR. Der vorletzte LR vor dem 5-jährigen Jubiläum war LR Godku, okay? Alle LR, nicht Dokkan-Fest LR, bis LR Godku waren in diesem Banner nicht featured drin. Der letzte vor dem Jubiläum war nicht drin. Also LR Spirit Bomb Goku war nicht in diesem garantierten Ticket LR Banner, okay? Wenn sie das für das letzte Jahr machen werden, dann ist das dieses Jahr LR Tals. Das heißt, alle LR bis LR Tals sind in diesem Banner drinnen, alle nicht Dokkan-Fest LR. Das heißt, LR Super Saiyan Sai Gohan Tag wird nicht drinnen sein. Wenn es so wird, Leute. Aber wie gesagt, jetzt haben wir halt in diesem Bild, dass LR Uisain Goku da auf dem Bild ist. Aber es kann auch es kann auch einfach nur kommerziell sein. Ne? Das ist, weil LR Uisain Goku, es heißt begehrt LR Uisain Goku. Kann auch der Fall sein. Wissen wir dann, wie gesagt, spätestens, wenn das Banner online kommt. Und ja, Leute, wie gesagt, das ist insane. Das wird geil. Einfach garantiert ein LR. Ist halt die Frage natürlich, welchen LR man zieht.
Ich hoffe. Alle LR bis LR Tals werden drin sein, Leute. The Dreams ist immer noch am Start für LR Tals. Dann bekommen wir noch ein neues Event. Ein neues Event an der Stelle, welches von der Schwierigkeitsstufe ähnlich wie das Extreme Super Battle Road sein wird. Wir bekommen durch dieses Event ein Zeno Support Item. Das sind die neuen Filmchen, die Movies da. Wir bekommen ein neues von Zeno. Bin mal drauf geschaut, was der Boy dann drauf haben wird. Ist so ein Active Skill Item, nenne ich es gerne. Von dem Event hier bin ich mal drauf gespannt. Ihr seht auch schon vom Artwork, dass wir gegen die Gott der Zerstörung kämpfen werden. Es ist von der Schwierigkeitsstufe ähnlich wie das Extreme Super Battle Road, wird gesagt. Ob es aber vom Design her, vom Aufbau ähnlich sein wird, dass wir gegen 3 oder 4 Gegnerwellen kämpfen, weiß ich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vom Aufbau eher wie Infinite Dragon Ball History Event sein könnte. So wie das letzte beim Dragon Ball Heroes Collaboration, wo wir gegen die Time Patrol Charaktere kämpfen müssten. Und es war einfach vom Aufbau wie Infinite Dragon Ball History Event oder LGE, Legend Goku Event. Und von der Schwierigkeit her war das dann auch quasi ähnlich wie LGE. Ich meine, ihr könnt mich gerne korrigieren, hieß es da nicht bei dem Time Patrol Event, dass es von der Schwierigkeitsstufe ähnlich wie Legendary Goku sein wird, aber es vom Aufbau eher wie Infinite Dragon Ball History war? War es so? Ich meine schon. Also Schwierigkeitsstufe bin ich auch drauf gespannt. Extreme Super Battle Road Schwierigkeitsstufe bin ich auf jeden Fall dabei. Ansonsten wäre das alles, wie gesagt, zum ersten Mal gibt es 30 Zones. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.